So, wir bräuchten irgend so einen Frühstücksgong, ne, läuten lassen können, damit Sie wissen, dass wir alle wieder da sind. Willkommen zurück zum zweiten Teil des zweiten Teils der AI-Accessibility Fachtagung. Wir hatten am Morgen die französischen Referate, heute Nachmittag machen wir den deutschsprachigen Teil. Und da freue ich mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Pause. Bevor wir Richtung SBB, SRF und dann zur Schweizerischen Post blicken, noch einmal meine Bitte oder meine Einladung an Sie. Sie müssen heute nicht nur zuschauen und zuhören, Sie dürfen auch Ihre Fragen stellen. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine klassische E-Mail an die Adresse e-access2021@protonmail.com, e-access 2021@protonmail.com oder Sie rufen uns an 058 462 8236. Und unser Tipp, wenn Sie eine Frage einreichen, sagen Sie auch gleich, von wem Sie diese beantwortet haben möchten. Und finally, helfen Sie uns noch einmal, unsere Konferenz in die Trending Topics zu bringen, indem Sie über sie berichten auf Twitter, LinkedIn, Tinder und Zugeschichte. Auf unser Hashtag dazu ist Hashtag EACCESS21. EACCESS21. So. Es war an einem Donnerstag vor einigen Wochen. Es war abends so gegen 20 Uhr und ich fuhr mit einem Bus durch Bern Richtung Bahnhof. Irgendeinmal klingelte die Stationsansage und es wurde bekannt gegeben: Bern Bahnhof, alles aussteigen bitte. Ich bin dann ausgestiegen und ging meinen gewohnten Weg, bis ich feststellte, dass das nicht möglich war. Dort, wo ich Stunden zuvor noch einen Gehsteig gefunden hatte, da war jetzt eine vielbefahrene Straße. Was war passiert? Ganz einfach, aufgrund von einer sehr heftigen Kundgebung am Bahnhof hat der Bus nicht zum Bahnhof fahren können. Er hat uns kurzerhand eine Station zuvor herausgelassen. Die Stationsansage wurde aber nicht geändert. Ich finde, die Geschichte passt sehr gut fürs Referat, das wir jetzt haben, denn dort geht es um digitale Zugänglichkeit im öffentlichen Verkehr. Bei Abweichungen vom Fahrplan muss die Kundeninformation sichergestellt sein. Alle betroffenen Kundinnen und Kunden müssen rechtzeitig erreicht werden, heißt es in der Beschreibung. Und ich sage, ja, genau. Unser Referent heißt Kaspar Großmann. Er leitet das SBB-Kompetenzzentrum Inklusion und Barrierefreiheit. Er bezeichnet digitale Barrierefreiheit als, Zitat, Chance und Verpflichtung zugleich. Ich bin gespannt auf seine Ausführungen über digitale Zugänglichkeit im öffentlichen Verkehr. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Young, vielen Dank für Ihre Einführung. Ich habe Ihre Botschaft verstanden. Ich habe aber auch Ihre Botschaft verstanden, die Sie bei der Einleitung des heutigen Nachmittags mit den Accessibility Fails gesagt haben. Da war der Entschuldigung, öffentliche man Verkehr wird mir. Okay. nicht dabei. Danke. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Thema digitale Zugänglichkeit im öffentlichen Verkehr und bedanke mich für Ihr Interesse. Mein Name ist Kaspar Großmann. Ich leite das Kompetenzzentrum Inklusion und Barrierefreiheit der Schweizerischen Bundesbahnen in Bern. Meine Ausführungen gliedere ich in vier Kernaussagen. Und damit gleich zur ersten Aussage. Die Gewährleistung des barrierenfreien Zugangs zum öffentlichen Verkehr ist unser Auftrag. Kundinnen und Kunden mit eingeschränkter Mobilität
müssen alle Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs diskriminierungsfrei nutzen und sich autonom fortbewegen können. Deshalb passen alle Transportunternehmungen der Schweiz seit Jahren die Züge, die Bahnhöfe und die Kundeninformationssysteme an. Schon heute gewährleisten, wie Sie das auf dem Bild sehen, in vielen Bahnhöfen erhöhte Transition mit den Niederflurwagen der Züge das barrierefreie Ein- und Aussteigen. Denn seit Jahren werden im Regionalverkehr und im Fernverkehr die älteren Kompositionen schrittweise durch neue, dem Gleichstellungsgesetz entsprechende Züge ersetzt. Ein aktuelles und auch eindrückliches Beispiel ist die Bestellung von 60 modernen Interregio-Doppelstockzügen für rund 1,3 Milliarden Franken bei Stadler Rail. Und Anfang dieses Monats und wiederum bei Stadler Rail 286 neue einstöckige S-Bahn-Triebzüge für rund 2 Milliarden Franken und mit einer Option über 224 weitere Züge. Damit werden bis Ende 2023 86% aller Ein- und Aussteigebeziehungen barrierefrei sein. Für die ab 2024 noch nicht umgebauten Bahnhöfe wird es weiterhin die seit Jahren bewährten und geschätzten Hilfestellungen durch unser Personal geben. Eine Bitte an die Regie, ich sage, wenn Sie die Folien wechseln können. Danke. In diesem Zusammenhang überlegen sich verschiedene Transportunternehmungen des öffentlichen Verkehrs auch Verbundlösungen zwischen den einzelnen Verkehrsträgern und On-Demand-Leistungen direkt vom Wohnquartier zum nächstgelegenen barrierefreien Bahnhof und zurück. Postauto und die Verkehrsbetriebe Zürich haben da schon erste und wertvolle Erfahrungen gemacht und ihre Erkenntnisse publiziert. Und jetzt zum nächsten Chart. Postauto wird auch in Zukunft den klassischen öffentlichen Verkehr anbieten. Der funktioniert nach einem fixen Fahrplan, um in Hauptverkehrszeiten viele Fahrgäste gleichzeitig in die Stadt zur Arbeit zu transportieren, von der Agglomeration nach Hause zu bringen und in der Freizeit in die Berge zum Wandern zu befördern. Zugleich arbeitet Postauto an neuen Angeboten, um so Antworten auf die zunehmende Individualisierung, die Digitalisierung und die Forderung nach Flexibilisierung zu erhalten. Aktuelle Beispiele dafür sind die Digitalisierung von Publicar Appenzell und das Pilotprojekt Kolibri in Brieg. Dies ist eine zeitliche Verlängerung des Ortsbusses mittels On-Demand-Leistungen. Diese Leistungen konnten mit einer Smartphone-App gebucht werden und es wurde auch ermöglicht, dass eine Buchung für mehrere Personen gemacht werden konnte. Die App bündelt Fahrten mit ähnlichen Reisezeiten. Sie informiert mit einer Push-Meldung bei Verspätungen und ermöglicht die direkte Kontaktaufnahme zwischen Kunden und Fahrpersonal. Auch in Zürich wurden diesbezügliche Erfahrungen gemacht.
Erstmals wurde ein On-Demand-Angebot in den öffentlichen Verkehr der Stadt Zürich integriert. In den Quartieren Altstetten und Albisrieden fuhren die Quartierbusse von 20 bis 24 Uhr nicht mehr nach dem festgelegten Fahrplan. Sie wurden über eine weitere App, genannt PickMe und hier nicht im Bild, gebucht und verkehrten nur noch bei Bedarf, eben on demand. Die Fahrtwünsche mit ähnlichen Reisezielen wurden vom System automatisch gebündelt und im gleichen Fahrzeug zusammengefasst. Das System berechnete laufend die beste Lösung, die beste Linienführung für einen effizienten Fahrzeugeinsatz, um mit möglichst wenig Fahrzeugen möglichst viele Kunden an ihr Ziel zu bringen. On-Demand-Services kommen einerseits den Kunden entgegen, die ihr Transportmittel digital bestellen und es flexibel wollen. Andererseits wird damit den Kantonen als Besteller des regionalen öffentlichen Verkehrs eine Lösung geboten, um die vorhandenen Mittel möglichst effizient einzusetzen. Wie auch immer, ob Mobilitätslösungen inskünftig individuell im Verbund oder on demand angeboten werden, die digitale Zugänglichkeit wird der Schlüssel zur Mobilität der Zukunft sein. Zum Erfolg ist jedoch noch ein weiterer Schlüssel notwendig: der Einbezug von Vertretern, die die Kundinnen und Kunden repräsentieren. Ich komme zur zweiten Kernaussage. Die enge Zusammenarbeit mit allen Anspruchsgruppen hat sich bewährt und der Einbezug direkt Betroffener sichert den Erfolg. Unser Behindertenbeirat, und jetzt spreche ich wieder für die SBB, begleitet sämtliche Beschaffungs- und Umbauprojekte. Das heißt, bei der Infrastruktur, bei den Zügen und bei der Kundeninformation. Der Beirat setzt sich zusammen aus Vertretern der Fachstelle Inclusion Handicap, dem Dachverband der Behindertenorganisationen der Schweiz und seinen drei Fachkommissionen Sehbehinderte, Hörbehinderte und Rollstuhlfahrende öffentlicher Verkehr sowie der betroffenen Plattform Enable Me. Der Behindertenbeirat ist ein Erfolg. Bei allen Projekten, die die SBB seit dessen Bestehen im Jahr 2013 realisiert haben, wurden einvernehmliche Lösungen realisiert. Doch wie steht es um die digitale Zugänglichkeit im öffentlichen Verkehr? Der Online-Fahrplan und die Smartphone-App SBB Mobile informieren bereits heute zur Barrierefreiheit von Zügen, zur Zusammensetzung des Zuges, zur Barrierefreiheit der Bahnhöfe und sie orientiert auch über außerordentliche Ereignisse, zum Beispiel Verspätungen, Zugsausfälle oder Umleitungen. Im März 2019 hat die Stiftung Zugang für alle die Barrierefreiheit von sbb.ch zertifiziert. Ich komme zur dritten Kernaussage. Die SBB Inclusive App ist
Blinde und sehbehinderte Reisende, aber nicht nur. Die SBB Inclusive App, Sie sehen sie im Bild, ist die Kundeninformations-App, welche insbesondere sehbehinderten und blinden Menschen das Reisen im öffentlichen Verkehr erleichtert. Die App bringt die optische und die für den aktuellen Standort relevanten Informationen an. Je nach Bedürfnis werden die Informationen per VoiceOver vorgelesen und im Dark Mode oder mit vergrößerter Lesbarkeit angezeigt. Beim Aufenthalt im Bahnhof werden die nächsten Abfahrten, die Gleiszuteilung sowie die Zugsformationen angezeigt. Blinden und seheingeschränkten Kundinnen und Kunden wird damit ein selbstständiges und sicheres Reisen ermöglicht. In den Fernverkehrszügen der SBB informiert die App beim Einsteigen mittels Push-Nachricht, welcher Zug soeben betreten wurde. Das sind die Zugnummer, der Bestimmungsbahnhof und der nächste Halt. Dann auch, wo im Zug man sich befindet, also die Wagennummer, die Klasse und allenfalls die Servicezone. Zudem werden bei Bedarf der Zugverlauf sowie die Informationen zu den Zwischenhalten angezeigt oder vorgelesen. Während der Fahrt werden die nächsten Haltestellen, die Anschlüsse und die jeweilige Ausstiegsseite angezeigt. Und selbstverständlich werden diese Informationen aktualisiert, wenn Kunden zum Beispiel vom Sitzplatz in den Speisewagen wechseln. Mit diesen Funktionalitäten ist die SBB Inclusive App eine wertvolle Unterstützung für blinde und seheingeschränkte Menschen und leistet einen großen Beitrag zur Inklusion im öffentlichen Verkehr. Und ja, es ist uns eine Ehre und Verpflichtung zugleich, dass die App im letzten Jahr mit der Gagne Blanche ausgezeichnet wurde. Die Fachjury argumentierte wie folgt: Wir sind der Ansicht, dass diese digitale Kundeninformation, die zusammen mit blinden Menschen entwickelt wurde, eine große Hilfe ist und das selbstständige Reisen blinder und sehbehinderter Menschen nutzbringend unterstützt. Ich komme zur Kernaussage 4. Mit assistierter Mobilität in die barrierefreie Zukunft. Lassen Sie mich nun noch einen Blick in die Zukunft und damit in unsere Werkstatt werfen. Die SBB arbeitet zurzeit an einem Projekt, das den Arbeitstitel Assistierte Mobilität trägt. Damit werden die am 1. Januar 2024 noch bestehenden Hürden im öffentlichen Verkehr mit digitaler und personeller Unterstützung überwunden. Denn wir alle wissen es. Es werden nicht alle Bahnhöfe barrierefrei sein und es werden auf unserem Netz unterwegs sein, die durch Menschen mit Einschränkungen nicht autonom genutzt werden können. Und damit kommen wir zum nächsten Chart. Da ist es.
Es geht konkret um die einstöckigen Intercity-Züge hier im Bild, sowie die Intercity-Neigezüge der SBB und auch alle internationalen Züge unserer Nachbarn. Der Intercity-Express von und nach Deutschland, der Train à grande vitesse von und nach Frankreich sowie die durchgehenden Züge von und nach Italien. Diese Züge und Bahnhöfe sind im Fahrplan wie bereits heute als nicht barrierefrei, Ein- und Ausstieg nur mit Voranmeldung möglich bezeichnet. Für eingeschränkte Mobilität, die diese Züge benutzen wollen oder müssen, eine digitale Anbuchung für eine geschaffen, direkt ab der im SBB-Fahrplan gewählten nicht barrierefreien Verbindung. Das System speichert die Daten der angemeldeten Reise für die gesamte Transportkette, stellt diese allen beteiligten Transportunternehmungen zur Verfügung und löst die Aufträge für die Hilfestellung aus. Dank der personifizierten Anmeldung werden die Kunden auf der Fahrt in Echtzeit über Hürden auf dem Reiseweg informiert. Auf der anderen Seite sind alle Transportunternehmungen über Reisen von Menschen mit Einschränkungen informiert. Dadurch kann bei Störungen oder Änderungen im Betriebsablauf kundenorientiert gehandelt und persönlich informiert werden. Allfällige Konflikte werden im Dialog mit den direkt Betroffenen gelöst. Dies gibt gegenseitige Sicherheit und schafft Vertrauen dank dieser einheitlichen schweizweiten Lösung. Für diese Services ist die Bekanntgabe der Kundendaten Voraussetzung. Entweder mittels dem bekannten SwissPass-Login oder mit einer neuen Fassung. Und selbstverständlich bleibt auch die telefonische Anmeldung über das Call Center Handicap bestehen. Das neue System soll auf Basis von bestehenden Vertriebs- und Informationssystemen entwickelt und spätestens auf den 1. Januar 2024 in Betrieb genommen werden. Und damit zum nächsten Chart und zu meiner Zusammenfassung. Es ist uns bewusst, die autonome Nutzung des öffentlichen Verkehrs ist eine Vorgabe des Gesetzes. Für die Umsetzung hat der Gesetzgeber maximal 20 Jahre vorgegeben. Diese Frist wird nicht überall eingehalten werden können. Das bestätigt der jährliche Bericht des Bundesamts für Verkehr zum Stand der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes im öffentlichen Verkehr. In seinem letzten Standbericht vom 31. Dezember des vergangenen Jahres sagt das Bundesamt bezüglich verspäteter Umsetzung, dass bei 18% aller Bahnhöfe in der Schweiz die gesetzliche Anpassungsfrist von Ende 2023 voraussichtlich nicht eingehalten wird. Darunter sind auch einige große Bahnhöfe
wie zum Beispiel Bern, Neuenburg, Marsch und Lenzburg. Der Grund dafür ist, dass bei diesen Bahnhöfen große Um- und Ausbauprojekte geplant sind, Ausbauprojekte der Gemeinden, die sinnvollerweise mit den Anpassungen an das Gleichstellungsgesetz koordiniert werden. Bei 83 Bahnhöfen und Haltestellen wird der Baubeginn vor Ende 2023 erfolgen. Und bei weiteren 135 Bahnhöfen und Haltestellen ist der Baubeginn in den Jahren 2024 und 2025 geplant. Das Bundesamt für Verkehr hat für alle verspäteten Anpassungsprojekte, bei welchen der Baubeginn nicht vor Ende 2023 erfolgen kann, einen verbindlichen Terminplan eingefordert. Und damit komme ich zu meinem letzten Chart und zum Schluss. Noch eines bitte. Dank digitaler Zugänglichkeit im öffentlichen Verkehr und mit der digitalen Hilfestellung zur assistierten Mobilität werden die Auswirkungen für alle betroffenen Menschen gemildert. Die noch bestehenden Barrieren werden frühzeitig erkannt und können entweder autonom umfahren oder mit Hilfestellungen überwunden werden. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Kaspar Grossmann ist Leiter des SBB-Kompetenzzentrums Inklusion und Barrierefreiheit. Herzlichen Dank, Herr Grossmann, für das spannende und aufschlussreiche Referat. Wir sind ein wenig über die Zeit hinweg, da bin ich schuld mit meiner blöden Bernmobil-Anekdote am Anfang dieses Teils, verzeihen Sie. Darum nehmen wir die Fragen mit. Wir stellen sie Ihnen nachher in der Schlussrunde, wenn das recht ist. Sie, meine Damen und Herren, schicken uns weiterhin Fragen auf e-access2021@protonmail.com.